Ich werde nie wieder ein Buch anfassen. Lovely! Good job! We're almost ready. The only thing missing is the audience. Oh, no, 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 no. Not an audience. Here! Do you want the last therapy or not? Hey, that's blackmail. No! It's therapy. Now go and get an audience! You got it, book. Yeah! So, are you two a team now? Yes, we are, as a matter of fact. Now let's get that audience. Oh. Ja, Lampenfieber. Er freut sich schon auf das Gesang, ey. Ja, weil er nicht singen muss, sondern nur zugucken. Oder war? Und die hat ein großes Lampenfieber. Ich schätze mal, dass sie damals, wo sie das schon mal gemacht hat, alles schief gegangen ist und deswegen hat sie den Mut verloren, ne? Das ist das am meisten so. Oh. Hat mir das nicht schon mal gehabt? Wie? Nee. Das mit den Affen da? Das ist was anderes. Ja. Track and Field ist das? Track and Run, ja, Track and Field ist sowas. Ach du meine. Erreiche das Ziel. Erinnert mich irgendwie an Tron, irgendwie. Ja, die Musik auf alle Fälle. Oh Gott. Oder GTA Hero. Ach du Scheiße. Bah. Oh, oh, das ist übel. Coole Musik. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit von einem Song, den ich aus den 80er Jahren gehört habe. Oder zumindest habe ich ihn in den 80er Jahren gehört. Ob der aus den 80er Jahren ist, weiß ich nicht. Irgendwie so ähnlich die Musik klingt so ähnlich. Push Me to the Limit oder so hieß der Song. Zumindest irgendwie so ein ähnlicher Rhythmus oder. Boah. Kann ich mich nicht konzentrieren? Das ist. I didn't even break a sweat. Probably wouldn't be good for you. You'd rot. Du bist verrottet. Was? Alter, wie krass. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir so ein Kaleidoskop-Ding da. Das hatte ich mal in Rot gehabt. Ein Kaleidoskop oder Dinger so heißen. Lol, was ist das? Rechts. Was ist das da? Look how she loves being with her mom. Ah, das sind Erinnerungsbilder. Dir. Ja. Wie viel wetten wir, dass das die Kinder des Entwicklers sind? Gut möglich sein. Really have lots of fun together, huh? Yeah, we did. Ja, das sind alle. Man muss auch sagen, schön gemacht ist es trotzdem. Mm-hmm, natürlich. Oh, sweet. This is my favorite track of all time. Das habe ich gerne auch beim Plattenspieler immer gleich auf die Schnelltaste gedrückt. Dann hören die Lieder so bekloppt an. Hört er sich an wie die Schlümpfe. Ja, das ist ja die. Hat man ja. Deswegen machen auch so viele aus Original so eine Chipmunk-Version dann. So. Okay. Haben wir alles hier ausprobiert, was wir. So, nee. Ja. Pantläufer. Achso, nee, das waren wir. Das haben wir. Oh. Was ist das hier oben? Oh.
Oh nein, Simon sagt. Oh Gott, das Ding hatte ich auch gehabt in der Ähnung. Ich gar nicht, was ist denn das? Ja, also Simon sagt ja, du kennst auch hier, stirbt langsam jetzt erst recht doch, ne? Ja. Und da hat Simon gesagt, Simon sagt, dass du sollst jetzt das und das machen und das musstest du dann auch befolgen. Also dann tauchte erst eine Taste auf, dann musst du die Taste drücken. Immer die Taste, die angesagt wird, es wird immer eine mehr. Und so. Irgendwann ist das so schwer. Ne? Das wird dann immer schneller wahrscheinlich, genau. Ne, die Wechsel. Ich sehe, wenn so eine Knallfotte. I had forgotten about that one. I'll never forget it. Yeah, me too. But it's a little bittersweet now. It still makes me smile. Oh, I'm glad to hear that. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es schade, dass sie das nicht auf Deutsch übersetzt haben, ja. Ja. Also die Schrift, weißt du? Ja. Dass sie zumindest das in Deutsch einblenden haben, wie ich ja schon gesagt habe. Ja, und nun? Ja, jetzt müssen wir runter. Hier rein. Wir müssen ja Publikum finden. Oh, das sind die Groupies. VIPs! Ja. Hast du dein VIP-Band hier? Ich wusste schon immer, dass Kadayana einen Auftritt hat. Du kommst schon jetzt rein. Ja. Hey, Buddy, over here! What's up? Can you let us in? Sorry, kids. No minors. Kids? No. We're just small in size, that's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, no, we left it at home. That's what they all say. Yo, yo! Glow stick, they're with me. Dr. Akeem, my bro, they're with you? Yeah. They're my clients. Come on. Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. VIP's coming through. Not so cocky anymore, are you? Huh? Dachte, wir haben gestern schon bekloppte Sachen erlebt. Yeah. Ach du Scheiße. Sag jetzt nicht, wir müssen hier die Regenbogenstrecke von Mario Kart nachspielen. Das sieht aber so aus. Ach du Scheiße. Das war die geilste Strecke von allen. Ja, aber auch die schwerste Strecke. Besonders wenn du das Spiel das erste Mal spielst. Ja, das war besonders schön. Selbst wenn sie nicht so ja, ist. Ja, it's a me, Cody, hat er gerade gesagt. Ja, also das eindeutiger geht's nicht, dass das eine Anspielung auf Mario Kart ist, wenn er schon sagt, it's a me, ne? Fehlt mir so eine Klempner-Klamotte. Oder dass die Gäste da so ähnlich aussehen wie die Mario Brothers. Ja. Mario! Oh no. Die eigentlich immer übel, weil die immer die Speed-Plattformen waren immer kurz vor so den Löchern hier. Mhm. Die waren auch immer so richtig übel, war die. Oh. Wie auf dem LSD-Trip. Aber Mario Kart hat immer Spaß gemacht. Ich fand die Autobahn-Mission eigentlich nicht schlecht. Die war auch immer übel. Ich habe nur was vor den Super Nintendo gespielt. Andere Mario Kart Version habe ich nie gespielt gehabt. Ich habe N64 gespielt, war richtig cool. Ich hatte nie ein N64. Ich habe mir das mal ausgeliehen wegen Mario 64. Und das war's auch schon. Und für das Zelda-Spiel. Aber sonst aber habe ich keinen. Die Konsole selber nie besessen. Tschüss. Auch GoldenEye 64 habe ich gespielt. Musste ich ja reinlassen, glaube ich.
Ich bin gleich da. Hier. Oha. Au! Au, au, au. Ey, ey, du machst das immer wieder zu, wenn ich reingehe. Nee, das fällt davon alleine runter. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Oh, jetzt müssen wir warten. Shit. Wach. Das war knapp. Au. Shit. Das ist gemein. Yep. Läuft. Nein. Boah, scheiße, ich hätte beinahe geschafft. Ja, läuft doch. Ah, da möchte ich wieder reinlassen. Soll ich denn da hinkommen? Moment, ich bin hier auch noch. Ah, du musst. Nein! Tschüss. Da! Verdammt. Nein! Oh, Bagger. Oh, Mann. Jetzt! Au! Ich bin hier oben reingegangen. Naja, Hauptsache drinne, ne? Tür benutzt. Ja. Oh Gott, Disco-Kugel. Jetzt kommt gleich Diskus, du. Kann das sein, dass wir hier hoch müssen? Ja. That disco ball doesn't look too sturdy. Maybe we can loosen it up. Also mal guckt, ob die. Jo. Oh nein! Oh, Bagger! Die Musik ist geil. Ja. Willkommen bei Running Man! Es gibt aber so einen Kanal auf YouTube, der so eine Musik immer wieder bringt, so Retro-Musik. Ja, ich kenne den auch. Retro-Rave, wo heißt der? Ja. Boah, leck mich am Arsch, ich rutsch hier runter. Alter, ich kann nichts sagen jetzt hier, weil ich mich voll konzentrieren muss, voll das auf das Ding. Ich auch. Alter Schwede. Boah. Huhu. Nein. Ich glaube nicht, dass du bis jetzt noch nicht mal einmal gestorben bist. Au, 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 au. Ich bin springen mal. Aua, jetzt, jetzt sind wir beide gestorben. Aber ist gerade auch gespeichert. Ja, lol. Okay, jetzt der haben wir. Der Tod lohnt sich. Ja, besonders wenn da so gerade gespeichert wird. I'm glad I didn't have to do it alone. Yeah, it's been crazy, dangerous, nerve-wracking. Ich hab den Schild gar nicht mehr. Fun indeed. Ich finde das zu krass, wie die Levels sind.
this is exciting. Wir haben genau auf die Bühne teleportiert. Überall ja, Flaschen. Definitiv Publikum. Überall Flaschenöffner. Oder was das ist? Ne, Knicklichter sind das. Hey, we didn't do anything. Why are they booing at us? Okay, baby, groovy. Woohoo! Come on, glow sticks. Dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Hey, Cody, May! Play some music! Make them dance! Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. No way, baby! I'm killing it! Can't you see my hip gyrations? Woo! Oh, please stop. Oh, please, no. Woohoo! Oh my god, my moves are so good! Look at this, right, left, but to make the audience dance, you need to play the music! Get the audience on the floor! Let's DJ, baby! Woohoo! Oh boy. All right. Oh. Let's figure out this DJ thing. I'm sure we can make them dance again. Ja. Ich muss auflegen. Ah, wir müssen beide. Oh, nee, ich mach die Nebelmaschine. Hier müssen wir jetzt drin. Ach du Scheiße! Hast du was nicht von Guitar Hero gesagt? Ja. Oder wie heißt hier Just Dance? Okay, und nun? Ach, hier hin. Ja, nochmal. Wir müssen alles nochmal machen. Ach, wir müssen schneller. Wir müssen. Ja? Alter! Ich jetzt müssen wir wieder tanzen. Alter, jetzt kann ich erst recht nicht schauen. Ist noch bei dem anderen Spiel, wo du deine Hand hinheben musstest? Ja. Ach so, ich musste mal. Muss immer in der Mitte treffen, das war Fehler. Und jetzt wieder tanzen. Ruby Baby. The audience is all warmed up and ready for your concert. Come on, let's go. Ist das Spiel krass? Ja, Hoverboard! Ja, nee, jetzt klar! Wenn dann richtig. Du Scheiße! Ah, oh, diese Anspielung ist so genial. Wo ist denn dein Griff, bitteschön? keine Ahnung. Der ist nicht reingekommen. Au. Oh. Ob das Emmett McFly gutheißen kann, was jetzt, Emmett Brown gutheißen kann, was jetzt passiert hier? Keine Ahnung. Er würde sagen, wir verändern wieder die volle Zukunft. ja. Okay, gut, dass wir hier nicht sterben können.
Ja, dann wären wir schon regelmäßig abge. Oh yeah. This is amazing. Sind wir im Weltall. In einer weit entfernten Galaxie. Mate, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that will make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May, break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Ja, ich kann nichts machen. Ja. Ich vermute, wir müssen was finden, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Ach, keine Ahnung. Ich kann nichts machen, ich kann nichts steuern. Wechselnde Szenariosätze sein wahrscheinlich. Mhm. Du hast die Bühne vorbereiten müssen und ich muss was anderes finden. Whoa. This is gonna be special. Ja, deswegen piekt das immer in meinen Rücken. Ich habe eine Nadel da. Vielleicht war es auch ein Knicklicht. The show must go on. Rennen kannst du nicht, ne? Du kannst nur auch nur normal laufen. Ich kann nicht, ne? Springen, ich kann nichts. Also, ja. Ich vermute, sie guckt sich vielleicht ein Erinnerungsbild an nochmal oder irgend sowas. Aber ich habe auch nichts für. Nee, sie geht einfach auf die Bühne. Vielleicht singt sie Rammstein. Ja. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Und ich habe nichts gesagt. Ich hab ein kopfloses Orchester gehabt, falls irgendjemand fragt. Ich habe keine Lust.
Come on, May. You can do this. I believe in you. Come on. Your favorite song. You can listen to it when you feel better. I love you, Mom. You can do this, May. I know you can. Beautiful, May. Thank you. Love heals
all. Adios! Rose! Cody! May! It worked! Yeah, we're back! Where's Rose? I don't know. Rose? Hey. What? A letter. Dear Mum and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh no. Oh, Rose. Rose! Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault. We've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Yeah.
Ja. Dann haben wir das geschafft. Ja, das war It Takes Two. Jo, genau. Willst du erstmal deine Analyse loswerden oder soll ich das machen? Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert, was die Entwickler hier auch wieder geschaffen haben. Ich meine, A Way Out war ja schon genial gewesen, was die im Koop-Design dahergerichtet haben. Aber hier haben sie das nochmal wieder ordentlich eine Schippe draufgelegt und das hat sowas von Spaß gemacht. Besonders, auch wenn es manchmal hektisch-mäßig losging, aber trotzdem, besonders die Sache mit dem Maulwurf war so geil gewesen. Herrlich. Also, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Hm. Und du? Also, ich muss sagen, das ist mit eins der ganz wenigen Spiele, wo ich sage, ich kann kaum erwarten, bis das neue Spiel kommt. Genau. Weil man muss wirklich sagen, so viel Sachen in einem Spiel reinzupacken und dann doch noch alles richtig, also dass da wirklich nichts irrational rüberkommt oder dass da von der Story her das unglaubwürdig wird, das ist so gut gemacht. Du merkst doch die ganzen Anspielungen, egal zu Filmen oder Spieleserien, das wurde so gut eingepackt, weißt du, dass das nicht überladen wirkt oder dass es deplatziert wird. Sogar die beiden Hauptfiguren von A Way Out haben sie reingepackt, so ganz als Nebenschauplatz. Das sind so Actionfiguren, ne? Naja, als witzig verpackt. Ich finde das einfach gut gemacht. Und vor allen Dingen, selbst wenn man sagt, man ist nicht so für Kinderspieler, es ist ja an Familien so gerichtet, das Spiel. Mhm. Allerdings, selbst jemand, der wie wir, der so mehr so Horror-Action-Bereiche Games spielt, man muss sagen, selbst für uns ist das was. Und es gibt schon die eine oder andere Stelle, da musste man schon, also bei mir ging es so ein Tränchen verdrücken, weil es einfach so schön gemacht war. Mhm. Ja. Und die soziale Komponente, die ist ja überhaupt nicht zu unterschätzen hier. Man muss auch wirklich sagen, hier wird gezeigt, was es für ein Kind oder für eine Familie bedeutet, wenn sie sich trennt. Und was es für das Kind bedeutet und vor allen Dingen, was man sich stützen sollte, wenn man, bevor man sich trennt und was man an den anderen schätzt, wenn man sich vielleicht eventuell versöhnt oder so. Genau. Und welche, gerade was die Grundpfeiler einer Ehe, beziehungsweise was einfach das Wort Liebe so ausmacht. Ich finde, das hat der so gut reingepackt. Du hast auch so wirklich Grundzüge, was auch ein Kind von lernen kann. Du sollst dich um den Garten kümmern, du sollst dich um deine Spielsachen kümmern. Es gibt wirklich so viele Sachen, kann ich gar nicht aufzählen. Es ist einfach nur schön. Wir werden einfach Grundwerte vermittelt, wo ich immer wieder sage, es ist schade, dass die heutige Generation von Kindern das nicht so mitbekommt. Ja. Ich sage, das ist so schön, dass das im Videospielen so glaubwürdig reingepackt wurde, ohne dass es einfach deplatziert wird oder so. Ich sag ja, es ist wirklich schön gemacht und vor allen Dingen diese ganzen Welten, sei es von den Bibern, sei es von den Garten oder sei es irgendwas anderes, ist wirklich so, das hat auch was mit Grundwissen für Kinder zu tun. Also man lernt hier auch wirklich was. Mhm. Und das ist wirklich schön, ist wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ich freue mich total jetzt schon auf das dritte Spiel, was ja schon Entwicklung sein soll. Und ich kann es absolut nur jedem empfehlen, mal gespielt zu haben. Genau. Und der Game Award, den sie bekommen haben, auch mehrere, die haben ja auch einen Familien-Award bekommen in den Game Award und den Spiel des Jahres. Alles absolut verdient. Und ganz ehrlich, in Sachen Koop kommt da kein anderes Spiel ran, weil das Wort Koop wird hier nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und ich kann es nur hier mir filmen. Selbst Leute wie wir, die in den 80ern geboren wurden oder in den 70ern, ist es ja wirklich so, dass selbst für uns Sachen dabei sind. Sei es diese Retro-Geschichten oder sei es einfach die Musik am Ende oder die Videokassetten und Kassetten und wirklich, man wird da auch selber in die eigene Kindheit nochmal zurückgeschickt. Genau, das stimmt. Und das ist wirklich schön gemacht.
da kann man von sowas kann man nur den Hut ziehen. Man muss bedenken, es ist ein Indie-Studio im Grunde genommen. Was es ist zwar von EA, aber EA ist nur Publisher und das Spiel kommt von einem Indie-Studio, Blazelight heißen die. Ich kann nur Respekt für dieses Studio haben. Das erste Spiel war schon über dem, was eigentlich von einem Erstprojekt von einem Studio erwarten kannst. Mhm. Und das zweite Projekt hat es ja nochmal komplett deutlich übertroffen. Das und wir dachten richtig. Schon, das ging bei Way Out schon teilweise gar nicht mehr. Weißt du? Ich dachte, das wäre schon die Spitze, aber es ging nochmal höher und das nächste Projekt soll nochmal eine Schippe drauflegen. Und ich bin jetzt schon neugierig, was es sein wird. Ja. Vielleicht ist das ja irgendwas, ja, Action haben wir jetzt, Kinder, Familienspiel haben wir, jetzt irgendwas Horrormäßiges, wer weiß. Könnte in die Schublade reinpassen, muss ich ehrlich sagen. Und, ich weiß nicht, könnte dieses Jahr auch noch mit Fantasy verbunden werden? Ja, irgendwie ja schon. Könnte auch passieren, das wäre ja möglich, ne? Naja. Und auf alle Fälle können wir jetzt schon sagen, dass wenn's kommt, wir wird es ja erfahren, die werden es ja rechtzeitig bekannt geben, werden wir es mit Sicherheit wieder spielen. Definitiv. Das werden wir auf jeden Fall. Also ich habe, das Spiel ist wirklich jeden Cent wert und das kannst du wirklich auch nicht von jedem Spiel behaupten. Muss man wirklich sagen. Nee. Und das Spiel steht für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Blazelight ist für mich es ist für mich jetzt schon, es hört zwar für viele übertrieben an, aber für mich ist das Entwicklerstudio Blazelight jetzt schon fast schon auf dem gleichen Level wie ein Hideo Kojima, wie Naughty Dog oder wie die Tales Studios damals, die es leider nicht mehr gibt, von den Walking Dead Spielen. Auf jeden Fall sind sie auf den richtigen Wege dann dahin, einer der Großen zu werden. Und solange sie ja sich immer jetzt alles wertschätzen, was sie machen und nicht irgendwie Fehltritte machen wie andere große Publisher in den letzten Jahren, dann werden die auch noch eine längere Zeit dann auch ja davon was von haben auch, ne? Ja. Ja. Also definitiv, also ich kann es nur jedem empfehlen und wir werden definitiv den Nachfolger, es wird keine Nachfolge zu dem Spiel geben, aber es wird definitiv das Nachfolgeprojekt von Blazelight wird mit Sicherheit gespielt, weil der Entwickler schafft es ja wirklich jeden, selbst wenn du nicht wirklich für das Genre was übrig hast, die Leute ranzuziehen. Ne? Jo. Und wer weiß, was wir dann in dem Spiel da, vielleicht finden wir dann die beiden Figuren dann in dem nächsten Spiel dann irgendwo rumliegen oder so, ne? Könnte ja auch gut möglich sein. Also das wäre ja nicht ausgeschlossen. Ja. Ja. Mal sehen, wann das Spiel dann mal präsentiert wird, damit wir sehen, was es genau ist. Ne? Vielleicht Ende des Jahres auf diesen Game Awards da. Wer weiß. Das schließe ich nicht aus. Er meinte ja, dass es schon seit vor einem Jahr in Entwicklung sein soll. Also könnte man schon von ausgehen, dass es in den nächsten zwei Jahren eventuell erscheint. Man muss ja bedenken, dass dieses Spiel ja hier schon Anfang 2021 erschienen ist. Ja. Das ist ja nicht jetzt erst erschienen. Das ist schon 2021 erschienen und so. Und A Way Out ist 2018 erschienen. Das sind so 3 Jahre und wenn du so 3 Jahre rechnest, 2024 wäre so ein realistisches Datum, würde ich mal sagen. Ja, schließlich muss man ja auch Zeit haben, Gedanken zu machen, was bauen wir jetzt. Nehmen wir mal an, jetzt ist es wirklich ein Horror. Wie kann man das am besten mit Koop einfach mit... wann trennen wir die beiden Charaktere mal, dass sie einer muss in die Richtung gehen, so natürlich sieht man das auf dem Bildschirm natürlich, ne, aber dann sind sie aber getrennt und so. Und so, wann machen wir was wieder, dass sie beide zusammenarbeiten müssen? Ne? Das muss ja alles gut überlegt sein, sonst ist es einfach nur 0815 hingeklatscht und dann ist es natürlich auch wieder blöd. Ne? Eben. Ja. Und da sollen sie sich lieber Zeit lassen und dann wird's gut. Ja. Und ja, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, wir beenden den Stream, weil... Ach ja, übrigens, eins vorweg, das wird erstmal das letzte Projekt sein, weil wir... das muss zeitlich bald wieder passen, weil mein Urlaub ist bald zu Ende und das nächste Ding ist halt,
Endlich ist so eine, haben wir uns so gedacht, sowas wie Turtles Shredder's Revenge oder die Turtles Kawabunga Collection, wo wir Turtles in Time spielen könnten als Koop, aber das bräuchte auch wieder Zeit und deswegen sagen wir es erstmal das letzte Projekt, weil wir einfach nicht wissen, wann das nächste kommt. Also Turtles ist auf alle Fälle auf der Liste, wo wir sagen, das würden wir gerne zusammen machen. Ja, also was mir angeht, also Wochenende, wenn dann irgendwas sein frei oder Zeit hast, dann können wir das ja da machen, wenn du nicht andere Sachen gerade in Arbeit hast oder so. Wie gesagt, also musst du dann nur Bescheid geben, dann können wir das so in Angriff nehmen. Sonst eben, wenn du dann genügend Zeit hast, natürlich. Ne? Sonst ja, hätten wir dieses Projekt ja auch schneller durchgeschafft, als sozusagen aufgetrennt letztes Jahr angefangen und dieses Jahr beendet. Ne? Ja, man muss ja auch sagen, wir wollten ja Turtles auch mit einem dritten Mitstreiter noch zusammen machen. Ne? Ja. Den müssen wir ja erstmal nochmal fragen. Ja. Und den Barry. Ja, den Barry. Ja. Dann musste ich auch erst das Teil erstmal holen. Ja. Ja, das ist auch und immer so eine Sache, nee. Ja, eben. Und aber es ist ja erstmal haben wir das Projekt beendet, Gott sei Dank nicht nach 3 Jahren wie Dead Space. Ja, ja. Jeden Rekord werden wir so schnell nicht knacken, wahrscheinlich. Und sag niemals nie. Sag niemals nie. Das sollten wir gut tun, dies vermeiden, sonst wird es wieder lustig. Sonst sehen wir da bald wieder nicht durch. Ja. Und was bei uns auf die jeweiligen Projekte kommt, Wesker sagt dann auf dem Discord rechtzeitig Bescheid, wenn er das nächste Projekt wird. Einfach auf Discord vorbeischauen, dann seid ihr mal auf den Laufenden. Dann seid ihr immer gut bedient und eben auch ja bei YouTube. Ja gut, YouTube sind ja nur meine Projekte. Oder schaut einfach allgemein auf Discord vorbei. Da seht ihr immer, was von jedem von uns da gerade auf den jeweiligen Kanal läuft oder wann wir online sind. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und aktive User sind uns immer sehr gern gesehen. Je mehr, desto mehr Spaß haben wir. Und vielleicht finden sich ja dann auch der eine oder andere für ein zukünftiges Projekt. Ne, falls ihr Lust haben solltet, bei Turtles mitzumachen, das kann man ja, glaube ich, zu viert spielen. Und ihr Lust habt und mitzumachen, wie gesagt, meldet euch dann bei uns auf dem Discord. Und dann, sobald dann Zeit und gefunden wird, dann können wir das ja gerne gemeinsam machen. Ja. Und wenn ihr uns, wie gesagt, ich bin ja keiner, der das normalerweise sagt, aber ich würde sagen, bei gemeinsamen Projekten kann man das ja machen. Wenn ihr das toll findet, was wir beide machen oder getrennt voneinander, je nachdem, dann könnt ihr uns gerne einen Follower dalassen. Oder bei YouTube ein Abo, je nachdem. Genau. Wo ihr gerade eher aktiv seid, ob ihr Abo auf YouTube oder auf Twitch. Ja. Und wir heißen beide auf beiden Seiten genauso wie hier, also Albert Wesker LP und der Fox Commander, also wo, du heißt ja auf Twitch, glaube ich, Fox Commander Live, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Also. Ich habe den Unterstrich deswegen drin, sonst akzeptiert das. Okay, also heißt du Fox Commander Unterstrich. Und bei YouTube Fox Commander. Also das, ihr werdet dann meistens, habe ich ja auch sowieso Wesker unten verlinkt in der Startseite als Streamer. Und ich genauso. Und da werdet ihr dann alles mitkriegen und was die nächsten Projekte sind, das werdet ihr dann sehen von uns. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream, denke ich mal wieder, würde ich sagen. Ja, genau, Leute. Also haut rein, bleibt auf jeden Fall gesund und munter und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, macht's.